Hallo und herzlich willkommen beim Dampfhannes zum zweiten Teil des Bauberichtes über den Dampfzeppelin. In diesem Video geht es um die Gondel, in die eine Dampfmaschine eingebaut wird. Zum Einsatz kommt dabei die kleine Vilesco Schiffsdampfmaschine mit der Nummer D52. Ich habe die Maschine zusammen mit dem Kessel auf einem Brett montiert, welches genau in die spätere Gondel passt. Die Gondel selbst entstand aus 0,5 mm starkem Blech durch Sägen, Abkanten und anschließendem Zusammennieten mit 2,4 mm Alu-Blindnieten. Ein 6 mm breites Nietenband unterstreicht dabei den technischen Charakter der Gondel. Die Tragwerke, mit denen die Gondel am Zeppelinkörper aufgehängt wird, lötete ich aus 1,5 mm starkem Messingdraht. Die Luftschraube baute ich aus einer Schnurlaufscheibe und vier Flügeln aus Konservendosenblech mit 1,2 mm Messingdrahtverstärkung. Die Farbgebung der Gondel erfolgte in Elfenbein mit rubinroten Details. Ein Luftschiffskapitän am Steuerrad rundet den Gesamteindruck ab. Zum Abschluss wurde der Dampfzeppelin noch auf den Namen Luftikus getauft. Im nächsten Video zeige ich den Jungfernflug unter Dampf. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen, sagt der Dampfhannes.